Willkommen bei einem neuen Bastelvideo. Ich bin Judith Postler, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und zeige euch heute, wie man wunderschöne Karten mit den Produkten von Stampin' Up! Basteln kann. Ich brauche nämlich eine ganz besondere Trauerkarte heute. Und dafür bastel ich eine schöne neue Foldkarte, die ich bei einer Kollegin von mir, ich führe unten an, bei wem ich das Original gesehen habe, abgeschaut habe. Ich habe sie von den Maßen her ein bisschen auf Umschlaggröße für hier in Europa angepasst und ich möchte mit euch heute einfach zusammen diese Karte basteln, damit ihr vielleicht auch Ideen habt, wie ihr diese besondere Kartenform verwenden könnt. Damit das Ganze leichter fällt, habe ich hier für mich auch bereits die einzelnen Teile Farbkarton einmal mit einer anderen Farbe ausgeschnitten, damit ich nachlesen kann, wie groß ich sie machen muss. Und wir fangen mit dieser Form an. Ich zeige euch mal, wie die Karte nachher ungefähr zusammengebaut ausschaut. Das Dreieck kommt hier rein. Das Dreieck brauchen wir nicht. Und es kommen zwei Dreiecke hier oben hin und hier unten hin. Und hier kommt dann noch Grundweiß drauf und hier auch. Und auf die Form und auf diese zwei kommen auch noch Designerpapier drauf. Und auch Designerpapier drauf, damit man nachher einfach ein schönes Muster hat. Und hinten drauf kommt dann einfach Grundweiß drauf und dann schreibt man den Kartentext hin. Ich möchte einfach diese Karte als was ganz Besonderes basteln. Das heißt, wir fangen mit dem großen Stück an. Das ist das Stück, was am meisten Arbeit macht. Wir nehmen uns dafür einen Farbkarton. Für mich ist das in dem Fall Granit. Ein ganzes Blatt, weil wir daraus relativ viel rausschneiden werden. Und wir schnappen uns das Schneid- und Falzbrett dafür. Wir brauchen ein Stück, das 9,5 Zoll lang ist. Ich weiß, Zoll ist immer eine blöde Angabe für Europa, aber ich habe die Karte von einer amerikanischen Kollegin, deswegen mache ich es jetzt mit den amerikanischen Maßen. Das sind 24,2 mm ungefähr, also 24 cm 2 mm. Und wir trennen es hier einmal runter. Das Stück können wir als Reststück auf die Seite legen. Und wir brauchen in der kurzen Seite 6,5 Zoll. So. Auch schneiden und wieder ein Stück auf die Seite. Dann falzen wir zwei Linien. Und zwar einmal bei 2,5 Zoll. Und dann einmal bei 5 Zoll. Jetzt wird das Ganze einmal gefalzt. Das heißt, hier einmal in die Richtung falzen. Und die andere Richtung in die Gegenrichtung falzen. So. Jetzt kommt dieses Stück hier. Das heißt, wir gehen hier 2 Zoll nach unten. 2 Zoll sind ungefähr 5,1 cm. Das heißt, wir legen das Ganze hier an bei ungefähr 5,1 cm und machen uns eine Markierung. Und auf der anderen Seite ist es 1,5 Zoll ungefähr. Das sind dann 3,8 cm ungefähr. Das heißt, hier anlegen
und 3,8 cm. Es muss nicht genau sein, die Linie ist für nachher, einfach zum diesen Schnitt hier reinmachen. Und markiere mir in beide Richtungen 2 cm eine Markierung. Damit ich nachher weiß, wie weit ich schneiden muss. Wenn wir die Markierung jetzt haben, dann ist es das Einfachste. Man legt es zusammen und schneidet mit einer Schere rein. Das heißt, ich schnappe mir hier eine Schere. So. Und jetzt falzen wir noch einmal diese Linien dazwischen. Mal ein bisschen aus dem Weg. Wichtig ist falzen, nicht schneiden. Das heißt, schauen, dass wir da schön dazwischen sind. Unterdrücken. Und bis nach oben ziehen. Dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Seite. Da runterdrücken und nach oben. So, damit haben wir schon mal den schwierigsten Part von der Karte fast fertig. Jetzt müssen wir es nur noch entsprechend falzen. Also wir wollen, dass das Teil, wenn das in die Richtung falzt, nach innen falzt, dass das nach außen kommt. Das heißt, wir drücken es einmal nach vorne, während die anderen nach hinten gehen. Die Karte soll sich ja so schließen. Gut, jetzt brauchen wir das große Viereck von Granitgrau. Das sind 4 Zoll. Das heißt, wir nehmen uns nochmal ein ganzes Blatt Granit. Was wir gleich auch machen, ist, wir halbieren das Ganze gleich, indem wir es hier wieder einlegen. Schauen, dass Spitze in der Flucht ist vom Schneidbrett. Okay, einmal nach oben, einmal nach unten ziehen und schon haben wir ein Dreieck. Gut, dann machen wir noch die zwei kleinen Dreiecke, das sind jeweils 2 Zoll. Schau mal, das müsste sich noch ausgehen, ja. Einmal. Zweimal. Das ist gut 2 Zoll, das ist 2 Zoll, haben wir gleich 2. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch Grundweiß. Dann nehmen wir uns einen Bogen her, ich habe dahinter noch Rundweißreste. Ich brauche einmal für die Größe 3 3/4 Zoll. Und legen das Ganze wieder hier an. Gehen, dass es schon gerade in der Flucht liegt. Und das ist immer einfacher, wenn man von der Mitte aus so was schneidet, als wenn man über die Ecken läuft. Jetzt kontrollieren wir kurz, ob das von Sitz her passt, wie ich es gern hätte.
kriegt man schön draufgesetzt und kann man hier dann schön reinsetzen. Dann brauchen wir noch für die kleinen 1¾ mal 1¾. Gut, und dann müssen wir uns noch ans Designerpapier machen. Ich habe hier aus dem aktuellen Katalog dieses wunderschöne Designerpapier. Das ist recht dunkel, hat ein paar schöne Akzente und ich finde, für eine Trauerkarte kann man das immer nehmen. Das heißt, wir schneiden hier einmal 2¼ mal 6¼ Designerpapier. Beziehungsweise wir machen 2 mal 6 Zoll und wir machen noch einen schwarzen Rahmen drunter. Also 2. Mal 6. Ja, dann gehen sich genau 2 Stücke aus und dann schnappen wir uns noch schwarz. Ich Gott sei Dank auch ganz viele Reste. Machen 2¼ mal 6¼ Stücke. Damit wir das schön schwarz hinterlegen können. Dasselbe nochmal. ¼ mal 6¼. So. Und dann brauchen wir hier noch ein Stück 9 mal 6. Nee, ein Stück 4¼, Entschuldigung. Ein Stück 4¼, 4 ganze. Muss ich schauen, ob ich noch ein Stück schwarz habe, das so groß ist, oder ob ich da noch ein frisches Stück holen muss. Das könnte gehen. 4¼ davon. Jetzt bauen wir. Machen wir uns erst einmal an Stempeln. Ich war am Überlegen, mit was ich arbeite. Ich habe leider Gottes nur ausgemusterte Sets mit Gefühl oder Beileidsbekundungen. Ich habe für den Vorderwunsch habe ich leider Gottes nur alte Sets, deswegen greife ich jetzt zu einem alten Set. Und wir stempeln das Ganze mit Memento Schwarz. Ich schaue es mir immer gern vorher an, wie es ausschaut, wenn wir alles zusammengebaut haben. Sprich, wenn ich das mit dem hier drauf
Da markiere ich mir nämlich immer gern mit einem Bleistift, bis wohin das ungefähr zu sehen sein wird, wenn es zusammengebaut ist. Also, ich lege es mal so ein bisschen hin, dann sehe ich, bis hierher sieht man es. Dann kann ich schauen, ob mein Spruch da drauf passt. Müssen, aber es geht. Probieren wir mal unser Glück. Immer einen Probeabdruck machen. Jetzt möchte ich mit ein bisschen größerem Stempel und Grau arbeiten. Ich färbe jetzt das mit 3 unterschiedlichen Farben ein. Und zwar klatschen wir es ein bisschen drauf. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal nehmen wir uns einen Fingerschwamm. Und das soll wirklich nur ein wenig akzentuieren, nicht viel, einfach nur, dass man da ein bisschen Farbgebung hat, die noch ein bisschen was dazu gibt. Und auf dem Block tun wir auch gleich. Ich habe jetzt mitten reingefasst, jetzt habe ich leider Gottes ein bisschen einen bunten Daumen. Passiert auch mal dem Besten. Jetzt machen wir es zu. Und ich wollte mir die Freundschaftsblüten nehmen. Kontrolle. Nochmal nachfärben. So. Können wir das auch gleich zusammenkleben. Schnappen wir uns eine runde Tombow.
kleppen wir noch gleich weiter zusammen. Als allererstes das hier. Weil wir müssen gleich noch ein bisschen was schneiden, aber dafür kleben wir es erstmal fest, damit es auch richtig angepasst werden kann. So. Wir legen das hier so hin, dass es reinpasst, wie es reinpassen soll. Und zeichnen uns an, wo die Lasche dann ungefähr ist. Und da das 2 cm sind und wir ein bisschen drin sind, schauen wir, dass wir ungefähr so 1,5 cm weit reinschneiden. Nehmen wir uns wieder das Schneid- und Falzbrett. Vorsichtig raus. Kurze Kontrolle, das war ein bisschen zu wenig weit. Also noch ein bisschen beiden Seiten runter. Passt perfekt rein. Lass mal da ein bisschen Platz, dass die Klappe gut arbeiten kann und dann kleben wir das da drin fest. Das Stück können wir jetzt quasi da aufbringen. Sieht nämlich aus, als würde das Muster da weitergehen. Wir kürzen es da hin ein bisschen raus. So. Dasselbe machen wir jetzt mit dem Stück. Das heißt, wir kleben die zwei zusammen. Legen es drauf. Zeichnen uns an, wo wir ungefähr einschneiden müssen. Bis hierher. Hierher.
kommt. Der macht gleich fest. Das Stück braucht nichts, weil da kommt das drauf. Aber das untere sieht man, das wird auch nicht das untere da festgeklebt. Das heißt, das kommt gleich mal da drauf geklebt. Erstmal das hier. Hier noch eins drauf, dann ist die Grundform der Karte fertig. Die Linie noch weg. Ein paar Pünktchen reinzumachen. Schön, dass es schon gerade drauf klebt. So. Yep. Okay, jetzt müssen wir noch hier was draufstempeln. Und zwar kommt da jetzt eine Pusteblume drauf. Aufs zweite kleine Viereck kommen jetzt die
Schwarz kommt da. Noch das von uns allen drauf. Machen wir wirklich mit Schwarz. Nochmal das auch aufeinander kleben. Jetzt ist die Karte soweit fertig. Kann man hinten noch schön die Grüße draufschreiben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Bastelsonntag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit und vielleicht sieht man sich demnächst wieder. Macht's gut!